Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder Project Sibling, heute mit einem neuen Reaktionsvideo extra für euch. Und zwar reagieren wir auf Yemin und Soom von UFO361 und Esel. Bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an. Also Dani, nachdem du so schnell gestoppt hast, kann ich mir noch nichts darunter vorstellen. Ich kann mir auch noch nichts darunter vorstellen. Ich wollte was sagen, aber jetzt... Das ist auch egal. Wir hören es uns weiter an. Leute, was ich sagen muss, der Anfang, wenn ihr euch den Anfang anhört, es erinnert mich an dieses I'm in love with the go-go. Dieser Bass am Anfang hat Ähnlichkeit. Ja. Nee, aber ich muss sagen, wie er jetzt gerade gerappt hat, das hört sich komplett anders an als die sonstigen Lieder und Tracks. Und deswegen müssen wir sofort weiterhören. Ich finde das Zusammenspiel zwischen dem Beat und dem, wie er rappt, richtig gut. Ich finde, die Hintergrundmusik unterstützt das Ganze. Wenn zum Beispiel dieses Boom kommt, irgendwie so im Hintergrund, diese leichte Explosion oder was auch immer das ist, dann betont er das Wort auch nochmal mehr. Oder danach oder davor. Auf jeden Fall betont er dann gleichzeitig irgendwas. Da hören wir nochmal genauer hin. Das war der Beat. Oh, ich hab's gerade geliebt, wie es gezogen wurde und dann zack, wieder dann, da. Ja. Richtig geil. Jetzt kommt Safe UFO. Safe, Leute. Safe. Aber Kompliment an Eze. Geil, wieder. Wieder geil. Wieder geil, Leute. Was ich sagen muss, was mir aufgefallen ist, mir gefällt es, wie jetzt bei UFO beispielsweise am Anfang, der Bass hat erst später eingesetzt. So also wie jetzt gerade? Ja. Also der Bass hat erst, als er schon gerappt hatte am Anfang, dann kam er so nochmal so irgendwann danach. Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich mag die Kombi. Yes, I love it. Dann also, let's keep it international. Ich finde es richtig, richtig geil, wie der Bass so im Hintergrund. Ja, ja, irgendwie so war das, irgendwie, ne? Hart nochmal alles betont irgendwie, keine Ahnung. Es hört sich einfach gut an. Und so stückelweise ist es wieder. Ja, genau. Gemacht. Und so wie er dann dazu rappt, ist es so. Ja.
Das ergänzt sich irgendwie so geil. Ja, das ergänzt sich und einfach wie Tala und Dani, Project Zipping. Ciao. Das hört sich auch gut an, das ist mir gerade aufgefallen. Dieses ha, ha, ha. Ja. Das bin ich so, wenn ich recht habe, gell, und Tala Unrecht hatte, ich so ha, ha, ha. Dani so ab sofort diesen Track so. Also Leute, ich muss sagen, haben die auf deren Album einen nur schlechten Hits? Song? Haben die einen schlechten Song? Ich glaube nicht. I don't think so. Weil bisher jeden Track, den wir uns angehört haben, hat sich geil der angehört. Der hat was, jeder Track hat was. Ja, jeder Track, ob etwas schneller, ob etwas langsamer, irgendwie so mit der Rap. Ob etwas höher, ob etwas tiefer. Ja, genau. Einfach, die haben einfach alles dabei, Leute. So wie vier. Also, ich muss schon sagen, die sind echt richtig gut. Nein, ich muss echt sagen, mir kommt es echt so vor, als hätten die wirklich einen Hit nach dem anderen auf dem Album, weil es wirklich richtig geil anhört. Das hört sich echt, echt gut an. Aber das Wichtigste, wie fandet ihr, wie es sich anhört? Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Abo. Und wie fandet ihr unsere Reaktion? Ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst auf jeden Fall ein Abo. So rum. Like das Video. Teilt es. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Auf Instagram project.sibling, sonst Project Sibling. Und schaut euch unsere anderen Videos. Und bis dann würden wir uns von euch verabschieden. Ciao, Leute. Ciao.